aargauischen Wohlen ist ein Ehepaar in seiner Villa erschossen worden. Die Umstände der Tat sind so rätselhaft, dass wir entschlossen haben, diesem Fall in einem Beitrag nachzugehen. Es ist dieses Verbrechen, das Anfang 1991 das aargauische Wohlen erschüttert. Das Ehepaar Peter und Ursula Breitschmidt wird in seiner Villa aus nächster Nähe erschossen. Ich habe es gar nicht richtig realisiert, was passiert ist. Und es ist erst eigentlich mit den Monaten gekommen, als ich dann richtig verkraften konnte, was passiert ist. Es war wie ein Schockzustand, der über mehrere Monate eigentlich angehebt hat. Das hat schon den Eindruck von einer Exekution auf mich gemacht, weil die beiden doch schon ältere Personen in ihrem eigenen Wohnzimmer mit je zwei Kopfschüssen aus nächster Nähe umgebracht worden sind. Also am Anfang hat man zwei Leichen gefunden und sonst weiss man nichts. Dann muss man akribisch Spuren suchen. Und gerade in diesem Fall zeigt sich, dass polizeiliche Ermittlung eben manchmal eine Detektivarbeit ist. Es ist der 11. Februar 1991. Ein kalter Winterabend im aargauischen Wohlen. Das Ehepaar Peter und Ursula Breitschmidt verbringt den Abend gemeinsam zu Hause in ihrer Villa. Ihr 27-jähriger Adoptivsohn Romano lebt nicht mehr daheim. Er arbeitet als Artist in Spanien. Der leibliche Sohn Christian steht kurz vor der Matura und jobbt an diesem Abend während seiner Schulferien in einer Videothek. Gegen 22.30 Uhr kommt der 21-jährige Christian nach Hause. Doch an diesem Abend ist die Haustüre verschlossen. Das war mal überraschend für mich, weil bei uns war die Tür immer offen. Und ich bin dann in den Hintereingang gegangen und bei ihr war schon still. Und bin ins Wohnzimmer, weil ins Wohnzimmer runterlaufen und dann plötzlich gesehen, dass mein Vater und meine Mutter am Boden liegen. Und zuerst ist mir also vorgekommen wie in einem schlechten Film. Also es war so unrealistisch und bin dann geschaut und dann gesehen, dass riesen Blutlachen um den Kopf sind und hat ziemlich schnell realisiert, dass sie tot sind. Also ja, so gut ich es verstehe, und haben gerade die Polizei und die Ambulanz angerufen. Der Mann ist so halb unter dem Clubtisch gelegen. Dort hat man den Eindruck gehabt, der Mann ist sehr überraschend vom Täter angegriffen worden. Die Frau Breitschmidt, die ist im Wohnzimmer mitten am Boden gelegen. Dort war der erste Eindruck ein bisschen der. Die Frau hat noch probiert zu flüchten. Es hat sich da herausgestellt, dass die beiden Personen je mit zwei Kopfschüssen aus nächster Nähe umgebracht wurden. Aber das Ganze hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass das für die beiden Opfer sehr überraschend erfolgt ist, die Tat. Am Tatort findet die Polizei weder Fingerabdrücke noch Einbruchspuren. Die Breitschmidts müssen den Täter hereingelassen haben. Raubmord fällt außer Betracht, denn Geld und Wertsachen, die offen im Haus herumlagen, wurden keine entwendet. Der vorerst einzige Anhaltspunkt? Mehrere Augenzeugen haben auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Tatorts einen hellen Renault 5 mit französischem Kennzeichen gesehen. Ganz Wohlen ist geschockt. Das Ehepaar Breitschmidt war weit über die Dorfgrenze hinaus bekannt und äußerst beliebt. Der 62-jährige Peter Breitschmidt war Direktor der Howag Kabelfabrik, ein Familienunternehmen, das sein Vater gegründet hatte. Zudem saß er seit Jahren im Wohler Einwohnerrat und schrieb in seiner Freizeit für diverse Zeitungen der Region. Seine 58-jährige Frau Ursula war eine angesehene Fotografin und sozial sehr engagiert. Also, sie waren gegenseitig unglaublich tolerant. Sie haben den Bezug zum Schönen und zum Guten und zum Menschlichen. Also, sie konnten Anteil nehmen. Bei allem, und der Peter vor allem, der hat auch eine Stimme können, jemandem geben, der stumm geblieben wäre und keine Anwalt hätte. Also das war für mich der Peter. Und Ursula war eine ganz persönliche Freundin von mir, wo ich einfach auch
auch mitgetragen habe, was sie immer wieder erzählt hat, auch die Schwierigkeiten mit dem Roman und so. Adoptivsohn Romano ist das Sorgenkind der Breitschmieds. Der 27-Jährige hat ständig Geldprobleme. Die Eltern unterstützen ihn finanziell. Romano ist ein begabter Artist und Komiker. Er tingelt seit 4 Jahren mit seinem 61-jährigen italienischen Bühnenpartner Giorgio durch die Varietés Europas. Mit ihrem Programm, eine Mischung aus Slapstick und Akrobatik, feiern die zwei beachtliche Erfolge. Zur Zeit des Doppelmordes weilen sie in der spanischen Touristenhochburg Benidorm, dem Las Vegas Europas. Romano und Giorgio haben dort ein Engagement in einer großen Nightshow. Mit meinem Bruder ist es so, also schon in der ersten Nacht, wo es passiert ist und sie mich verhört haben, ist mal die Frage draufgefallen, was ist mit deinem Bruder? Könnte der etwas mit zu tun haben? Und es war überhaupt noch nichts klar. Und von meinem Gefühl konnte ich einfach nicht sagen, nein. Ich weiss es nicht, weil wir haben schon ein paar strube Sachen mit dem erlebt. Ich habe es zwar nicht zutraut, er war ein extrem gewaltloser Mensch, aber es ist wie kein klares Nein, ich habe nichts damit zu tun, ist nicht gekommen. Und dann war etwas komisch, wir wollten ihn benachrichtigen und haben ihn nicht erreicht, 2-3 Tage lang. Und nach 3 Tagen hat dann Susi Matter, eine Freundin von meiner Mutter, erreicht und hat ihm das gesagt, was passiert ist. Er hat extrem geschockt hier am Telefon. Und dann haben wir aber später erfahren, dass der Kollege von ihm ihm schon 2 Tage vorher angerufen hat und das gesagt hat. Und das war dann für mich so ein bisschen, was soll das? Also wenn so etwas passiert, läufst du an oder kommst zurück und du musst nicht 3 Tage später so reagieren, wenn nichts passiert wäre. Und das war für mich schon extrem komisch. Romano kommt zwar, aber erst am Tag vor der Beerdigung seiner Adoptiveltern. Er wird unverzüglich von der Kantonspolizei Aargau einvernommen. Bei der ersten Einvernahme, wo man Romano Breitschmied noch keine konkreten Vorhalt gemacht hat, hat er auf der einen Seite ruhig gewirkt, auch sehr gefasst. Ich hatte den Eindruck, dass der Tod von seinen Adoptiveltern ihn nicht sehr stark beschäftigt hat. Und er hat jegliche Beteiligung an einer Tat an seinen Adoptiveltern strikt von sich gewiesen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat er einen Zusammenbruch gehabt, hat zittert und hyperventiliert. Und ich hatte extrem im Gefühl, etwas gehabt, er weiss irgendetwas. Und habe ihn noch ein bisschen nachgehakt, du Romano, weisst du etwas? Und dann wird er so mit so Bröcken, so, ja, die Mafia, und sie haben mich gezwungen und ich wäre sonst auch gestorben. Und dann habe ich gemerkt, er weiss etwas und hat ihn dann nachgefragt. Und die Polizei hat ihn vorher schon verhört, aber dort ist nichts rausgekommen. Und dann haben wir gesagt, du Romano, geh zur Polizei und sag das nochmal, was du weißt. Und ja, dann ist er nicht mehr rausgekommen nachdem. Die Polizei lässt Romano noch an der Beerdigung seiner Adoptiveltern teilnehmen. Unmittelbar nach der Trauerfeier wird er jedoch erneut einvernommen. Beim zweiten Mal hat er in dem Sinne eben sich als Opfer dargestellt, indem er gesagt hat, der Bühnenpartner hat ihn bedroht, weil er in Geldschwierigkeiten war. Die Idee hatte, die Eltern können, wenn sie tot sind, zu beerben. Und er hat der Romano auch im Sinne von, er könnte die Mafia-Leute auf ihn hetzen, probiert unter Druck zu setzen. Das waren allerdings die Aussagen des Romano, die nicht sehr glaubwürdig gewirkt haben auf die Polizei. Nach dieser Einvernahme wird Romano Breitschmied in Aarau in Untersuchungshaft gesetzt. Sein Bühnenpartner Giorgio S. wird kurz darauf in Spanien verhaftet. Mit dem Verbrechen will er nichts zu tun haben. Ursula und Peter Breitschmied lernen sich in den 1950er Jahren kennen und heiraten bald. Doch die Ehe bleibt kinderlos. 1968 nimmt das Paar den 4-jährigen Romano zu sich und adoptiert ihn später. Romano hat sein bisheriges Leben in einem Schweizer Kinderheim verbracht, das von Nonnen geführt wurde. Er ist eines der sogenannten Kinder der Landstraße. Das umstrittene Projekt der Pro Juventute nahm zwischen 1926 und 1973 Fahrenden in der Schweiz systematisch die Kinder weg und platzierte diese in Erziehungsanstalten und Kinderheimen.
Rund 600 Kinder waren betroffen. Darunter Romano. Der Gerichtspsychiater Josef Sachs hat Romano Breitschmidt im Rahmen der Strafuntersuchung begutachtet. Über Romanos Zeit im Kinderheim hat er Widersprüchliches in Erfahrung gebracht. Es gibt Informationen, die sagen, dass er ein Sunnyboy war, jemand, der beliebt war, jemand, der unbeschwert war. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, trotz allem sei er halt zurückgeblieben, sei er schwer gestört oder retardiert in seiner Entwicklung. Und das weist für mich darauf hin, dass er so wie zwei Seiten hatte und je nachdem die eine oder andere Seite gezeigt hat. Es war die Vorstellung, dass zwei Kinder treffen. Und das erste Kind war der Romano. Und dann haben die Nonnen zum Romano gesagt: Schau, das ist deine zukünftige Mami. Und das ist Ursula so eingefahren, dass sie das zweite Kind gar nicht mehr sehen wollten. Weil sie gesagt, sie könnten jetzt nicht enttäuschen, wenn vielleicht der andere sympathischer gewesen wäre. Also so haben sie eigentlich ihr Schicksal gegengeholt. Romano entwickelt sich bei den Breitschmidts zu einem herzigen, aufgeweckten Bub. Und dann wird Ursula Breitschmidt unverhofft doch noch schwanger. Im Januar 1970 kommt Sohn Christian zur Welt. Und für mich war er immer der grosse Bruder, der mein Vorbild war, den ich bewundert habe, weil er so gut war in allen artistischen Sachen. Und seinen Weg gemacht hat als Akrobat und Jongleur und Komiker. Und ich habe immer auf ihn aufgeschaut. Die Polizei ist auch Monate nach dem Mord an Peter und Ursula Breitschmidt in ihren Ermittlungen nicht viel weitergekommen. Romano Breitschmidt sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft und beharrt darauf, dass sein Bühnenpartner Giorgio S. einen Mafia-Killer angeheuert habe. Es dauert sage und schreibe anderthalb Jahre, bis Romanos Bühnenpartner Giorgio S. von Spanien an die Schweiz ausgeliefert wird. Auslieferungsrecht, das ist etwas sehr Altmodisches. Und das ist noch geprägt von der Zeit, in der die Nationalstaaten gegenseitig ein bisschen Misstrauen hatten. Und darum gewährt man eigentlich allen Leuten, die ausgeliefert werden sollen, ein Rechtsmittelverfahren, wo sie über mehrere Instanzen anfechten können, dass sie ausgeliefert werden. Giorgio S. wehrt sich mit allen Mitteln gegen eine Auslieferung. Auch als ihn die Kantonspolizei Aargau endlich von Spanien in die Schweiz überstellen kann, leugnet er hartnäckig, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Doch plötzlich gibt er eine Beteiligung zu. Er will jedoch nur als Vermittler zwischen Romano und dem angeblichen Mafia-Killer gewirkt haben. Und dann bekommt auch dieser einen Namen. Giorgio S. bezichtigt seinen 53-jährigen Bruder Ricardo, den Doppelmord am Ehepaar Breitschmidt begangen zu haben. Ricardo wird im Sommer 1992 in Spanien verhaftet und sechs Monate später an die Schweiz ausgeliefert. Der adoptierte Romano erlebt in Wohlen eine unbeschwerte Kindheit. Er ist zwar kein besonders guter Schüler, aber schon als kleiner Junge artistisch sehr begabt. Seine Adoptiveltern Peter und Ursula unterstützen und fördern ihn, wo sie nur können. Als Romano 17 wird, bezahlen ihm die Eltern die Artistenausbildung an der Scuola Teatro Dimitri in Verso im Tessin. Dort wird Romanos Talent offenkundig. Er ist einer der begabtesten Schüler überhaupt. Er war so ein Stehaufmännchen, haben wir ihn genannt. Also irgendwie so ein Gummimännchen, wo sich nicht wehtun kann. Also jetzt in allen möglichen, also nicht nur physisch. Der physisch war wirklich auch ein Gummimännchen. Er hatte ein unglaubliches Talent in Akrobatik. Und man hatte so das Gefühl, dass er im Leben, also es sei so, bam, so einfach völlig präsent und frisch. Die bekannte Seilakrobatin Mascha Dimitri besuchte damals zusammen mit Romano die Schule. Die ersten zwei Jahre ihrer Artistenausbildung sind Mascha und Romano unzertrennlich. Doch dann beginnt Romano sich zu verändern. Es hat mich zeitweise sicher schade gedacht, dass ich meinen Freund nicht mehr habe. Oder dass ich das nicht mehr mit ihm teile, so sehr wie in den ersten zwei Jahren. Und vielleicht auch ein bisschen einfach eine Beunruhigung, weil ich mitbekommen habe, als wenn ich ein Artist werden will,
dann muss man sich dem voll widmen. Und dann plötzlich so ein bisschen das mitbekommen, dass jemand jetzt so einfach ab kann. Romano nimmt die Schule nicht mehr so ernst und stürzt sich ins Nachtleben von Ascona. Er bekennt sich zu seiner Homosexualität. Wenig später erfährt er, dass er HIV-positiv ist. Als der Romano erfahren hat, dass er AIDS hat und eigentlich schon ausgebrochen ist, ist sicher mal ein Schock der Familie gegangen. Extrem schön war mein Vater, der eigentlich eher aus einer konservativen Richtung kam, der dann das extrem mitgenommen hat und dann auch einen extremen Zusammenhalt gespürt hat mit meinen Brüdern. Sie sind zusammengehockt und haben gebrüllt. Das hat es eigentlich noch nie gegeben in dieser Form. Und es ist, ich habe es gespürt, für mich ist es, dass die Familie sich mehr verschweißt hat durch das. Und auch Romano ganz klar kommuniziert worden ist, dass wenn er nicht mehr sein kann oder wenn er Pflege braucht, dass klar meine Eltern, vor allem meine Mutter, da ist für ihn und immer zu ihm wird stehen. Romano sieht das ganz anders. Er erzählt später, seine Eltern hätten ihn nie richtig geliebt. Die haben ihn geliebt und ich weiß sogar, dass die eigentlich noch mehr entgegengebracht haben als dem eigenen Kind nachher, oder? Also, weil sie ja nicht haben wollen, dass der irgendein Gefühl hätte, er werde benachteiligt. Das ist also, das ist sehr stark gewesen. Auf Romanos großes Talent wird 1987 auch der italienische Artist und Varieté-Künstler Giorgio aufmerksam. Er bietet Romano an, mit ihm zusammen in ganz Europa aufzutreten. Romanos Eltern sind froh, dass ihr Sorgenkind im viel älteren Giorgio einen erfahrenen Bühnenpartner gefunden hat. Der dominante Giorgio ist der Chef der Nummer. Romano, der heimliche Star. Romano führt ein wildes Leben. Seine Gagen verprasst er in Bars und Discos. Er gilt als sehr spendabel. Romano sucht die Bewunderung, will im Mittelpunkt stehen. Für ihn war es sehr, sehr wichtig, dass er nach außen gewirkt hat. Das hat sich gezeigt in der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, wie er sich angelegt hat, wie er geredet hat. Und er ist auf der anderen Seite hat er kaum je langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Menschen. Vielleicht ist der Giorgio der Einzige, der es noch über eine gewisse Zeit gegangen ist, weil das eine sehr dominante Persönlichkeit war. Aber im Allgemeinen war er eher jemand, der über ein gewisses Stück Weg vom Leben Bezug zu jemandem hatte, solange das eben für ihn gestummen hat und dann die Beziehung wieder verloren hat. Romano ist ständig knapp bei Kasse und überhäuft seine Adoptiveltern mit Geldforderungen. Der Romano ist immer wieder mit verschiedenen Geschichten zu meinen Eltern gekommen. Er hat irgendwie probiert, Geld zu bekommen durch verschiedene Projekte, einmal ein Restaurant, einmal ein Cabaret. Und meine Eltern haben nicht mehr ihm zugelassen, aber haben irgendwie plötzlich gemerkt, es geht eigentlich mehr ums Geld, es geht nicht ums Machen. Und sie haben ihn gleich meistens unterstützt. Und dann später sind dann Sachen gekommen, die dann einfach rechte Beträge sind und meine Eltern das ein bisschen komisch gefunden haben und dann auch anfangen Nein sagen. Und das ist mir Romano dann sehr auf einen komischen Widerstand gestoßen. Er hat dann plötzlich wie ein anderes Gesicht bekommen und hat einen recht harten Blick gehabt und hat eigentlich nicht mit dem richtig umgehen, dass meine Eltern ihm mal nichts gegeben haben. Das wird den Adoptiveltern zum Verhängnis. Es dauert 4 Jahre, bis das brutale Verbrechen an Peter und Ursula Breitschmidt zur Anklage kommt. Romano Breitschmidt ist bereits von AIDS gezeichnet, als 1995 in Bremgarten der Prozess gegen ihn, seinen italienischen Bühnenpartner Giorgio S. und dessen jüngeren Bruder Riccardo S. beginnt. Das Gericht muss darüber befinden, ob Romano und Giorgio die Anstifter zum Doppelmord an den Breitschmidt sind und ob Riccardo die Tat ausführte. Eine schwierige Aufgabe, denn keiner der Angeklagten ist geständig. Es ist ein reiner Indizienprozess. Ein Indizienprozess bietet keinen direkten Beweis, sondern man muss aus verschiedenen Informationen indirekt darauf schliessen können, dass die Tat so passiert ist. Das heisst, man braucht also verschiedene Mosaiksteine, die man dann am Schluss zusammensetzen kann und wo ein Bild ergänzt, wo das Gericht keinen Zweifel mehr hat, dass es sich so abgespielt hat.
Und so soll es sich abgespielt haben. Eines Nachts nach einer Vorstellung. Romano ist betrunken und zornig, dass sein Vater den Geldhahn zugedreht hat. Kurz zuvor will Romano erfahren haben, dass er einmal 2 Millionen Franken erben wird. Im Rausch fragt er Giorgio, ob er nicht jemanden wisse, der seinen Vater umbringen könnte. Giorgio prahlt, er kenne da jemanden von der Mafia, der werde das sicher erledigen. Vor Gericht sagt Giorgio S. aus, sein Bruder Riccardo habe sich bereit erklärt, Peter Breitschmidt für 200.000 Franken zu erschießen. Gegenüber Romano Breitschmidt habe er immer nur von einem Mafia-Killer gesprochen. Auch Romano Breitschmidt beteuert, er habe nicht gewusst, wer der Killer ist. Man muss nicht genau wissen, wer die Tat dann nachher ausführt. Als Anstifter langt's, wenn man weiss, es ist eine konkrete Person da, die das dann umsetzen soll. Und das hat er immer gewusst, weil der Giorgio hat ihm gesagt, ich habe da einen und der ist auch bereit, für die 200.000 das zu machen. Das langt, wenn ich als Anstifter hinter einem anderen Anstifter das weiss. Im Frühjahr 1990 schließen Romano und Giorgio einen brisanten Vertrag ab. Giorgio soll Romanos Manager werden und im Gegenzug die Hälfte von Romanos Einkünften erhalten. Und nach Romanos Tod soll Giorgio dessen Alleinerbe sein. Vorerst ist davon die Rede, nur Peter Breitschmidt töten zu lassen. Romano übergibt Giorgio zuhanden des Killers eine Wegbeschreibung zum Elternhaus in Wohlen und ein Foto seines Vaters. Im Mai 1990 fährt Giorgios Bruder Riccardo ein erstes Mal nach Wohlen. Er verwechselt jedoch die Villa der Breitschmidts mit dem benachbarten Altersheim. Später berichtet er Giorgio, er habe die Tat nicht ausführen können. Bei den Breitschmidts seien zu viele Leute gewesen. Im Herbst 1990 schlägt Romano seinem Bühnenpartner Giorgio vor, es sei doch gescheiter, wenn der Killer gleich alle töte. Vater, Mutter, Bruder Christian und die Großmutter. Dann würde das Erbe auf einen Schlag viel größer ausfallen als die vermuteten 2 Millionen Franken. Als Termin schlägt Romano Weihnachten 1990 vor. Dann ist jeweils die ganze Familie zu Hause in Wohlen versammelt. Vor Gericht will sich Romano Breitschmidt an vieles nicht erinnern können. Zudem betont er, er sei immer betrunken gewesen, wenn er mit Giorgio S. über die Ermordung seiner Familie gesprochen habe. Wir wissen, dass er in seiner Zeit sehr viel Alkohol getrunken hat. Und wir wissen auch, dass unter dem Einfluss von Alkohol eine Enthemmung stattfindet. Alle Leute sind enthemmt, wenn sie Alkohol kennen. Es sind vielleicht Ideen, die vorher bereits vorhanden waren, aber wo man kaum getraut zu denken in einem nüchternen Zustand, geschweige denn zu äußern, die fließen sehr viel leichter im betrunkenen Zustand. Allerdings spielt das umso eine kleinere Rolle, je länger, über wie längere Zeit als sich die Planungsphase von einem solchen Delikt hinzieht. Die Planung der Tat zieht sich über ein Jahr hin. Als es auf den vereinbarten Mordtermin an Weihnachten 1990 zugeht, scheint sich bei Romano das Gewissen zu melden. Romano teilt Giorgio mit, der Mord könne nicht stattfinden. Er habe seine Eltern angerufen und erfahren, dass an Weihnachten sowieso niemand zu Hause sei. Die beiden kommen überein, den Mord an Romanos Familie abzublasen. Sowohl Romano Breitschmidt als auch Giorgio S. beteuern vor Gericht, sie hätten den Mordplan gestoppt. Der Auftragskiller Riccardo S. habe auf Giorgios Mitteilung zwar wütend reagiert. Dass die Eltern Breitschmidt dann doch noch ermordet wurden, sei für Romano und Giorgio völlig überraschend gekommen. Ich habe ja für lange Zeit, vielleicht jetzt noch ein bisschen sogar, merke ich das, wie meine Gefühle nicht mehr richtig spürt, sind wie zugedeckt worden, wie eine Kapsel rundherum. Und ich hatte die Prozesse und all die Sachen sind für mich sehr rational abgelaufen. Ich habe versucht, möglichst neutral zu sein, möglichst das zu sagen, was ich sagen kann und helfen, dass es ein gerechtes Urteil findet. Aber emotional ist es für mich wie,
war wie eine Wand rundherum. Romano Breitschmidt sieht sich als Opfer von Giorgio S. und behauptet, er habe bei der Tatplanung nur auf dessen Druck hin mitgemacht. Wir wissen bis jetzt nicht ganz genau, wie die Tat geplant worden ist. Die beiden Männer tun sich gegenseitig die Schuld zufügen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Romano Breitschmidt auch aus seiner Art heraus, dass er sehr gerne Sachen noch ein bisschen auf die Umwelt projiziert hat, sehr gerne Sachen auch ein bisschen abgeschoben hat, vor allem wenn es problematische Situationen gewesen sind, dass er das auch in seinem Kopf seine eigene Rolle wie immer mehr verwischt war und er sich darum nicht mehr richtig als Täter wahrgenommen hat. Daneben wissen wir auch nicht, wie viel ist einfach Schutzbehauptung. Das Bezirksgericht Bremgarten glaubt Romano Breitschmidt nicht. Die Richter betrachten es als erwiesen, dass er seine ganze Familie umbringen lassen wollte, um ans Erbe zu kommen. Dass Christian und die Großmutter nicht getötet wurden, sei allein dem Umstand zu verdanken, dass sie nicht anwesend waren. Romano Breitschmidt sei trotz seiner Beteuerung, er habe den Mordplan gestoppt, der Anstifter zum Verbrechen. Das Gericht hat das aus meiner Sicht richtig beurteilt. Der Romano hat zu wenig gemacht, um die Tötungen zu verhindern. Er musste die Opfer benachrichtigen oder er musste direkt probieren, den Killer aufzuhalten. Und das ist nicht erkennbar. Bühnenpartner Giorgio S. gibt zwar eine Beteiligung zu, er sei aber nur Romanos Gehilfe gewesen und habe zwischen ihm und seinem Bruder Ricardo, dem Killer, vermittelt. Ricardo S. streitet durchs Band ab, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Doch er hat schlechte Karten. Er weilt anfangs Februar 1991 zu Besuch bei seinem Sohn im französischen Annecy. Dort mietet er bei Europcar am Morgen des Tattages einen weißen Renault 5. Genau einen solchen Renault 5 mit französischem Kennzeichen haben Zeugen auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Villa Breitschmidt gesehen. Aus diesem Grund fährt die Kantonspolizei Aargau die Strecke von Annecy nach Wohlen und wieder zurück. Die Polizei misst dabei eine gefahrene Strecke von 638 Kilometern. Das entspricht ungefähr der Kilometerzahl, die Europcar am Tag nach dem Doppelmord dem Tachometer des Mietautos von Ricardo S. entnimmt. Ebenfalls schlecht für Ricardo S. Sein Sohn sagt vor Gericht aus, sein Vater sei mit dem Mietauto für 2 Tage aus Annecy verschwunden. Ricardo S. hat kein Alibi. Doch er leugnet hartnäckig weiter. Das war seine Art, die alles bestritten hat. Selbst Sachen, die man ihm schwarz auf weiß belegen konnte, hat er von sich gewiesen, hat nachher sogar behauptet, es seien Unterlagen gefälscht worden, die man ihm vorlege. Also das typische Verhalten von jemandem, der an und für sich mit der Polizei schon Erfahrungen hat und wo weiß, wie man sich verhalten muss, dass möglichst wenig bewiesen werden kann. Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilt den hartnäckig leugnenden Ricardo S., gestützt auf Indizien, wegen Mordes an Peter und Ursula Breitschmidt und versuchten Mordes an Christian und der Großmutter zu lebenslänglich Gefängnis. Romanos Bühnenpartner Giorgio S. erhält wegen Anstiftung zum Doppelmord an den Breitschmidts und Anstiftung zu versuchtem Mord an Christian und der Großmutter 12 Jahre Gefängnis. Romano Breitschmidt wird für dieselben Delikte zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Alle drei wollen das Urteil anfechten. Wir haben die Einsprache erheben, das ist ganz klar. Und das kann aber sehr lang gehen, dass man so weit ist. Und ob ich denn überhaupt noch fähig bin, das nächste Urteil am Obergericht oder was denn ist, entgegenzunehmen, das ist fraglich. Christian Breitschmidt steht trotz allem, was passiert ist, lange zu seinem Bruder Romano. Er besucht ihn auch regelmäßig im Gefängnis. Durch meine Erziehung von meinen Eltern, vor allem durch meine Mutter, habe ich eigentlich das Wort Hass hat mir nicht existiert. Und ich habe niemanden gehasst von denen, auch nicht den Mörder und den Romano und den Giorgio. Mit dem Romano hatte ich eigentlich eher Mitleid gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, er braucht Unterstützung und er ist etwas eingelaufen und klar,
ist sehr viel Absicht dahinter und ja, wahrscheinlich auch eine Böswilligkeit. Mit der Zeit war es für mich sehr schwierig, weil er hat eigentlich immer nur von sich geredet, wie er ein Armer ist. Und er hat eigentlich nie erwähnt, dass er auch beteiligt war, dass meine Eltern nicht mehr leben und dass meine Eltern auch Arme sind, dass sie nicht mehr da sind. Und das hat mich dann ein bisschen innerlich zerrissen, die Situation, weil ich habe schon meine Eltern extrem vermisst und ich wollte ihm helfen, aber immer nur das arme Ich und nie irgendwelche Reue. Das hat für mich ein bisschen wie eine Trennung gegeben durch das. Und ich ihn auch nicht mehr besuchen. Und er hat mir das recht übel genommen. Heidi Wittmer erteilte während 16 Jahren den Gefangenen der Strafanstalt Lenzburg Malunterricht. Zu ihr in den Malkurs kam auch Romano Breitschmidt. Ich hatte dort ungeheure Erlebnisse, aber das Schwierigste in all diesen Jahren war die Gegenwart von dem Romano während 4 Jahren. Ich glaube, es waren etwa 4 Jahre mindestens. Mich jede Woche mit ihm zu konfrontieren und mit dem Bewusstsein, er hat meine besten Freunde umgebracht. Und mit der, ich sage jetzt, Kaltblütigkeit ist er gekommen. Und wenn das überhaupt nicht passiert wäre, oder? Also nie irgendein Funken von Reue oder von Schmerz oder von Verlust, das war mein blankes Entsetzen immer wieder. Er war nicht unbegabt. Er konnte sich ausdrücken. Er hat sich auch ein paar Mal ein Selbstporträt gemalt. Da hatte ich immer eine grosse Achtung, wie er, was er da aussetzen konnte. Von der einen Seite. Die andere Seite ist nicht berührt worden. Eben das Delikt, das hätte er nicht malend verarbeiten können. Romano Breitschmidt erlebt die Berufungsverhandlung nicht mehr. Er stirbt kurz vor seinem 32. Geburtstag in einem Zürcher Sterbehospiz an AIDS. Auch der erstinstanzlich verurteilte Mörder Ricardo S. stirbt vor der Berufungsverhandlung. 1995 nimmt er sich im Gefängnis das Leben. Nur Giorgio S. wird rechtskräftig verurteilt. Er sitzt seine Strafe in der Schweiz ab und wird danach des Landes verwiesen. Er stirbt 2008 im Alter von 78 Jahren. Das Grab seines Bruders besucht Christian Breitschmidt zum ersten Mal. Er hätte vor 13 Jahren gerne an Romanos Beerdigung teilgenommen. Doch ihm wurde damals mitgeteilt, dass er unerwünscht sei. Romano, 1964 bis 1996. 32 ist er geworden. Wenn ich das schon gesehen habe, macht es mich auch ein bisschen traurig, weil der Romano hat extrem viel Talent gehabt. Er hat noch so viel auf seinem Leben können machen. Und hat es irgendwie ja, versiebt. Es ist sehr viel Talent verloren gegangen mit ihm. Ja, man sieht die Goldkugeln, seine Schrift in Gold. Das war Romano, das goldiges Leben, das er sich immer gewünscht hat. Und, ja. Leider hat es sich anders geändert. 18 Jahre sind seit dem Mord an seinen Eltern vergangen. Christian Breitschmidt hat mit der Vergangenheit abgeschlossen. Doch vor kurzem hat er etwas erfahren. Peter Breitschmidt war nicht sein leiblicher Vater. Er konnte es gar nicht sein, denn er war zeugungsunfähig. Ursula Breitschmidt hatte im Frühling 1969 eine Affäre. Nur ihr Ehemann Peter und wenige Verwandte wussten davon. Als ich erfahren habe, dass Peter nicht mein Vater war, war es für den ersten Moment etwas konfus. Ich denke, jetzt noch mal etwas dazu. Also hört man das nie auf, die ganze Geschichte. Wiederum war es auch noch schön, so ein bisschen, ich habe doch noch Familie, ich habe doch noch einen Vater. Weil die ganze Familie war eigentlich nicht mehr nach dem Vorfall. Und sie haben mir das sagen, nachdem ich Matura gemacht habe. Und ich habe mir Mühe gegeben, recherchieren, aber ich bin schnell auf Grenzen gestoßen. Ich habe eigentlich nur herausgefunden, dass er Architektur studiert hat in Zürich und meine Mutter ein Verhältnis hatte. Ich bin so um 69 herum, muss das gewesen sein. Er weiß nicht einmal den Namen seines leiblichen Vaters. Christian Breitschmidt hat heute selber einen Sohn. Umso mehr hofft er, dass er seinen Vater bald findet.